bin Kurt Mirror und ich spiele jetzt Fuck, Marry, Kill mit Filmen. Beziehungsweise, wir wollen ja nicht zu kindisch sein. Ich spiele Guilty Pleasure, All-Time Favorite und Worst Movie. Und das Ganze mache ich in der Kategorie Science Fiction. Beginnen wir mit dem Guilty Pleasure. Und zwar ist das der Film Mars Attacks. Es ist, glaube ich, nicht ganz klar, in welcher Zeit dieser Film spielt. Es ist so ein bisschen eine alternative Realität, denn es ist so richtig Tim Burton-Style. Alles ist so ein bisschen überzeichnet, Bonbonfarben, aber auch ein bisschen creepy. Und die Erde wird von Marsianern angegriffen, die mit ihren 50er-Jahre-Sci-Fi-Horrorfilmen Untertassen die Erde erstmal nur besuchen und in ihrer wunderbaren Sprache mit uns versuchen zu kommunizieren, die einfach nur aus besteht. Sie sehen eklig aus, sie haben keine Lippen, sie haben riesige Glibbergehirne und es wird irgendwann klar, die haben überhaupt keine friedlichen Absichten, sie wollen uns alle töten. Und es ist so unfassbar, es ist eigentlich voll der trashige Film, aber er ist trotzdem total hochgradig besetzt. Jack Nicholson ist dabei, Jack Black, Danny DeVito, Glenn Close, Natalie Portman, Pierce Brosnan, holy shit, Michael J. Fox ist dabei. Und die Story sei jetzt mal dahingestellt, aber der Film macht so viel Spaß. Es ist so geil. Es ist einfach komplett überzeichnet und voll von diesen 50er-Jahre-Vorstellungen, was Aliens sind. Und ich weiß, dass ich mein gesamtes Taschengeld für diesen Film ausgegeben habe, also für das Merchandise. Ich hatte einen Riesenhaufen Sammelkarten. Ich hatte Poster von Marsianern über meinem Bett hängen und habe sie angeschmachtet. Andere Leute hatten irgendwie Backstreet Boys oder Take That. Ich hatte Marsianer. Mein Ideal von Schönheit ist eben etwas unmenschlich. Ich hatte das Artbook dazu. Ich habe mir den Soundtrack gekauft mit alten Country-Songs. Oh. Es ist so ein wunderschöner Independence Day-mäßiger Weltuntergangsfilm, wo sich dann am Ende die Menschen doch irgendwie zusammenfinden und natürlich die Außerirdischen besiegen, aber zu welchem Preis? Es liegen Skelette rum. Natürlich zerstören die Außerirdischen sofort alle wichtigen Hauptstädte, aber auch Sehenswürdigkeiten. Der Eiffelturm wird eingeschmolzen. Ich liebe es einfach. Es ist wunderbarer, bonbonfarbener Müll. Ein brennender Müllhaufen. Und ich liebe ihn. Deshalb ist das mein Guilty Pleasure. Es folgt mein All-Time-Favorite-Film. Den Film, den ich immer wieder anschauen kann. Den ich immer wieder angeschaut habe. Und wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder anschauen werde. Es geht um die Zeit. Es ist der Film Zurück in die Zukunft. Teil 2. Teil 1 und 3 sind natürlich auch sehr gut. Aber Teil 2 ist ein Film, den ich unfassbar oft in meiner Kindheit gesehen habe, den ich auch jetzt als erwachsene Person wahrscheinlich einmal im Jahr immer mal wieder gucke. Und das wird auch in der Zukunft passieren. Marty McFly, ein Junge aus den 80ern, wird in diesem Film in die weit entfernte Zukunft 2015 katapultiert, trifft dort auf sein älteres Ich und muss irgendwie sehen, dass die Zukunft wieder vernünftig hergestellt wird, damit seine Kinder nicht in den Knast kommen. Irgendwie sowas. Ist auch völlig egal, worum es geht. Es geht um das Thema Zeitreisen, um Zeitparadoxa. Dann reist er wieder zurück, aber sein Widersacher Biff hat in der Zwischenzeit, in der er in der Zukunft war, die Vergangenheit verändert und sein 1985 ist plötzlich ein dystopisches Wasteland. Dann muss er wieder zurück in die 50er Jahre, um da die Zeitlinie irgendwie richtig zu stellen. Und es ist ein absolutes Chaos und trotzdem fügt sich alles am Ende irgendwie zusammen. Ich liebe bis heute alle Filme, die irgendwie mit Zeitreise zu tun haben. Nicht, weil ich selber in der Zeit reisen möchte, sondern weil ich dieses Konzept einfach so cool finde. Ich habe als Kind auch geglaubt, ja, im Jahre 2015 haben wir alle fliegende Autos und Hoverboards und automatisierte Cafés, wo du dann mit Bildschirmen redest, um irgendwas zu bestellen. Letzteres ist wahr geworden. Alles andere nicht so. Ich glaube, den Begriff nennt man Retrofuturismus. Also wie Leute von damals sich die Zukunft vorgestellt haben, die für uns jetzt schon Gegenwart ist. Ein interessantes Konzept. Und insgesamt ist die ganze Zurück in die Zukunft-Reihe natürlich absolut sehenswert, ausgezeichnet, kann ich jedem empfehlen und deshalb mein All-Time-Favorite. Und nun kommen wir zum Worst Movie, den Film, den ich am liebsten killen möchte, der nichts auf dieser wunderbaren Erde verloren hat. Es ist der Film Ich bin Nummer 4. Worum geht's in dem Film? Irgendwie ein viel zu gut aussehender Typ ist eigentlich ein Außerirdischer und der hat besondere Kräfte.
Und aus irgendeinem Grund wird er verfolgt und muss getötet werden von anderen Außerirdischen. Aber er ist auf der Erde und er ist in der Schule und verliebt sich da in ein auch gut aussehendes Mädchen und bringt sie dadurch in Gefahr. Und ich habe beim Angucken des Films gedacht, das ist Twilight, das Original Twilight, nur nicht mit Vampiren, sondern mit Außerirdischen. Das ist so scheiße. Das ist so Teenie-Love-Scheiße in der Schule. Das hat auch nichts mit Science-Fiction zu tun. Und alle Menschen in diesem Film sind so verdammt gut aussehend. Ich will Aliens sehen. Wo sind die Glibbergehirne? Ey, selbst die... Hallo, ich gehöre zum Physikclub. Nerds aus dem Film sind Supermodels. Und die letzten 5 Minuten des Films sind interessant. Da kommen nämlich die wirklichen Aliens und wollen den Hauptdarsteller töten. Aber man weiß nicht warum. Der Film heißt ja Nummer 4 und er wird als 4. getötet und vorher wurde Nummer 3 getötet. Ich weiß aber nicht, warum die das in Reihenfolge machen müssen, ist auch egal. Wird nicht erklärt. Das, was diesen Film irgendwie interessant hätte machen können, wird vollkommen ignoriert. Es geht einfach nur um diese Love- und Drama-Kacke. Und ich hasse das. Und deshalb ist es mein Worst Movie. Oh, lieber Jonas, Bub, was hat der Weihnachtsmann für dich dabei? Schau mal da. Da sind 2 Videos, unter anderem vom Gast und das Türchen von gestern. Leute sollten es anklicken. Dies ist eine Abmod. Bis zum nächsten Mal.